Willkommen zurück. Es geht weiter. Die zweite Hälfte kann beginnen gegen Spanien. Kicker. Also es heißt wieder Hals- und Beinbruch. Good charge. Und hoffentlich können wir noch den Ausgleich erringen in der verbleibenden Spielzeit. In dem Fall werden wir dann eine Verlängerung haben. Good soweit charge. Ich weiß. Oh verdammt, Ballverlust. Ich muss versuchen, mich zu fokussieren. Good header. Auf das Spiel. Verdammt. Cirino oder Serrano. Auf dem Weg zum Tor, aber nein. Unser Keeper rettet. Good charge. Ah, schade. Good charge. Immer wenn ich denke, wir bekommen den Ball, bekommen wir ihn doch nicht. Jetzt vielleicht. Good charge. Nein. Good charge. Also ich glaube mittlerweile, der Kommentator mag sehr, sehr gerne Good Touch sagen, oder? Oder bilde ich mir das ein? Great tackle. Sehr schön. Der Einsatz. Und dann der Ballverlust schon wieder. Viel zu leichtfertig. Ich will ihn schon wieder verlieren. Nicht so wie damals bei FIFA 99. War das, glaube ich. Ah, ich will den Ball haben. Okay, Garrido schon wieder. Der Idiot. Nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Nein. Go, go, go! Das ist bitter. Und damit ist dann wohl die Vorentscheidung gefallen. Replay. Und zwar zu Ungunsten von uns. Wie wir nochmal sehen. In der Slow Motion. Garrido, der Vollpfosten. Mit einem Doppelpack. Also ihr merkt schon, zumindest für mich ist Level 5 schon, ja, nicht so ganz ohne. Was war das denn? Jetzt ist Deutschland vollkommen neben der Spur. Na egal. Solange es im Sommer klappt, in Brasilien. Down the way. Ist doch alles gut. So, jetzt vielleicht nochmal ein Ehrentreffer. Schade, Latte. Corner Kick. Also dem Geräusch zufolge ging der Ball in die Latte. Good header. Schade. Okay, wieder kein Foul. Interception. Und dennoch der Ballverlust, natürlich. So eine Scheiße. Long ball. Einfach nach vorne hauen den Ball. Und schaffen, dass der Ball irgendwo ankommt. Irgendwo bei uns am besten. Foul. Das war doch kein Foul. Und jetzt die gelbe Karte für Kunert. Langsam wird's ruppig hier. So eine Scheiße. Okay. Schluckt das. Schade. Der Keeper hält alles. Okay. Dann eben die nächste Ecke. Das muss doch irgendwie klappen. Aber nein. Die sind halt auch sehr kopfballstark. Die Spanier hier. Interception. So. Guter Ball gewinnen. Und dann der Ballverlust schon wieder. Ach nö. Ist doch zum Mäusemelken. Und gehalten von Wagner. Wagner Steinofen. Punkt, Punkt, Punkt. So. Und aufgepasst. Nicht wieder den Garrido hier zum Kopfball kommen lassen. One, two. Throw in. Okay, Einwurf für uns. Throw in. So. Good clearance. Das war auch mal wieder ein sehr missglückter Einwurf.
aber diesmal nicht von uns. Okay, Kunert läuft. Auf und davon und dann der Ballverlust, natürlich. Down the wing. Noch 3 Minuten Zeit. Good charge. Doch meine Hoffnung schwindet. Good charge. Scheiße. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Okay. Ja. Great save. Noch 2,5 Minuten, liebe Leute. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht hier, sag mir wo und wann. Good charge. Good so nach vorne mit dem Ball. Good charge. Ah, ist das dumm. Da durchzukommen ist echt extrem Mist. Und wenn man mal durchkommt, dann ist der Keeper noch da. Und der hält auch meistens alles. Zum Mäusemaken. Good charge. Ah. Okay, Ballgewinn. Durch einen Foul, aber egal. Jetzt Good vielleicht charge. Nein. Good charge. Boah, wie doof. Interception. Ich hätte ja vielleicht doch auf Level 3 spielen sollen. Aber sei es drum. Ich bin da keine Pussy, aber jetzt geht's ab. Nein! Das war die Chance. Good clearance. Im 1 gegen 1, aber nein. He shoots. Mist. Locked shot. Verdammt, verdammt, verdammt. Da war die Chance da. Und dann so doof vergeben auch noch. Good charge. Okay, Stranz. He shoots over the der geht oben drüber. Okay. Liebe Leute, wir verlieren. Das ohne ein Tor. Nicht schön. Gar nicht schön. Interception. Good charge. Es kommt, ein Treffer muss noch her. Egal wie. Hauptsache irgendwie rein. Good charge. Aber so nicht. Nein, was war das denn? Aber nein. Jetzt vielleicht nochmal? Nein. Great punch. Corner kick. Good header. So. Good charge. Foul. Foul. Gib nochmal gelb. Aber sei es drum. Yellow card. Die können's ab. So, die Nachspielzeit läuft. Injury time. Und es sieht, ach, bescheiden aus. Good charge. Good charge. Kolle nochmal. Good charge. Der packt die Kolle aus und dann! Ah, zum Mäusemelken. Und nach Ecken geht meistens gar nichts. Kacke. Los, komm. Ein Angriff noch. Alles nach vorne. Nein, nein! Ja! Sieke 2-1. Da ist das Tor. Replay. Der Ehrentreffer. Und wenn der da vor drin gewesen wäre bald, dann wäre es das 2-2 gewesen. Bah, wie doof. Wie ärgerlich. Aber es geht doch. So, ein Angriff noch. Irgendwie. Braucht den Ball. Down sehr schön. He shoots. Ah. Great punch. Noch eine Ecke. Corner kick. Los, kommt. Alles nach vorne jetzt. Good header. Na, ah, es wird nichts mehr. Scheiße. Timer.
War wie schade. 2-1 verloren. Aber sei es drum. Immerhin haben wir uns rangekämpft bis zum geht nicht mehr. Haben mehr Schüsse als der Spanier, als die Spanier hingelegt. Die haben mehr Eckstöße gehabt, mehr gelbe Karten. Also was wollen wir mehr? Wir haben doch fast alles erreicht. So, und zum Abschluss können wir nochmal ein Elfmeterschießen machen natürlich. So, und zwar nochmal Deutschland gegen Spanien. In Deutschland bei Regen. Okay. Und dann werden wir mal den Segel zuerst schießen lassen. Dann den Bock, den Stranz, den Kunert. Und den Müller. Und dann geht's mal los hier. Der Segel fängt an. Die Ehre kann wiederhergestellt werden. Tor. Okay, 1-0. Und jetzt dürfen wir ran. Boah, schade. Fast gehalten. Aber eben nur fast. Was war das denn? Der Keeper duckt sich weg und wir dürfen einlochen. Sehr schön. So. Ach nö. Da hätte ich einfach nur stehen bleiben müssen. Aber gut. Ja, der Carlos duckt sich immer weg. Ist auch eine tolle Methode. So. Nein! Ja, also die Elfmeter hier sind schon sehr gubbelig. Kann man so sagen. Nein, den hält er. Den hält der Idiot. Mist. Und der ist drin. Damit haben wir so gut wie verloren. So. Wir müssen jetzt irgendwie halten. Nur wie? Nein. Getunnelt. You lose. Oh, das ist bitter. Aber okay. Daran sieht man, das Glück war hier nicht auf meiner Seite. Das kann man so sagen, glaube ich. Na gut, sei es drum. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese kleine Exkursion mit euch zu machen. Ins Reich des Fußballs. International Superstar Soccer Deluxe. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also, ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Projekt. Und wenn ihr dranbleiben wollt, auch weitere Projekte sehen wollt, dann freut mich das umso mehr. Also, bis demnächst und Arrivederci.